Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Schön unheimlich, aber nein, Licht ist an, es ist nicht mehr unheimlich, nein. So, ja, ich gehe gerade meine Treppe hinter und da ist ein ziemlich perverser Kalender. Den soll ich euch vielleicht nicht mehr zeigen, falls da Jugendliche dabei sind. Ja, Casa del Winkler, hochgradig pervers. Nichts Ungewöhnliches. Nicht, wenn man alleine wohnt, als Kerl. Und ja, die Wand ist immer noch nicht fertig, weil ich einfach zu faul bin, das fertig zu machen. Ich bin jetzt nur gerade kurz in der Küche, weil ich Hunger habe und die ganze Nacht wach war. Und jetzt habe ich die Wahl. Mampfe ich einen Texas-Topf? Mampfe ich einfach zum Frühstück Marmeladenbrot, was normalerweise bei mir Standard ist? Oder esse ich einfach ein Wurstbrot? Brot. Die Sache ist die, ich habe zurzeit bloß diese Teile hier. ja, Werbung, ja, Werbung, ja! So, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir die schnell machen soll. Ja, da ist ein Ofen. Okay, ich mache mir die schnell. Kleinen Moment. So, meine Brötchen sind im Ofen. Das bedeutet, ich kann in etwa 10 Minuten futtern. In der Zwischenzeit gehen wir wieder nach oben. Ich habe jetzt nämlich gerade, hätte ich jetzt eigentlich anlassen können, egal. Ups, kein Fokus! Na? Entschuldigung, Autofokus ist aus. Kleinen Moment. So, ich bin jetzt schon wieder oben, weil dieses blöde Autofokus, das hat jetzt alle irgendwie hingehauen. Wie auch immer, hier kurz noch zum Ende jetzt vom Video möchte ich noch sagen, es gibt wieder Facebook, beziehungsweise die Seite ist immer noch existent gewesen. Die habe ich bloß nicht publiziert gehabt, also die habe ich depubliziert, falls das Wort überhaupt existiert. Also ich habe dafür gesagt, dass ihr die nicht mehr sehen könnt, weil ich sie ja im Löschmodus hatte, wollte ich das halt nicht. Jetzt existiert sie wieder, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass mein Facebook-Account Drachenlord noch existiert. Ich dachte eigentlich, ich habe den bereits gelöscht, was mich sehr, sehr verwundert hat. Jetzt existiert er anscheinend noch. Und aufgrund dieser einfachen Tatsache habe ich mir jetzt beschlossen, ich mache da einfach mal vorübergehend noch weiter. Die Seite löschen und den Account löschen werde ich definitiv noch. Wobei ich mir mit dem Account momentan nicht sicher bin. Aber die Facebook-Seite werde ich definitiv wieder löschen. Oder noch löschen, aber vorher will ich meine Webseite fertig bekommen. Ich arbeite zurzeit an einer Webseite, deswegen, ja. Das war es dann eigentlich soweit von mir. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe ich aber, es seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schaut auf Drachenlord rein, da gibt es jeden Tag die Woche ein Video. Also ab Montag natürlich, gibt es jeden Tag in der neuen Woche ein Video zu meinen Top-Horror-Spielen, meinen Top-Horror-Filmen. Hier ein kurzes Dankeschön an Creeper Darkos, weil du mich im letzten Video erwähnt hast. Und weil ich die Idee mehr oder weniger von dir übernommen habe, beziehungsweise ein bisschen weiter ausgearbeitet habe mit den Top-Horror-Spielen und so weiter. Die Top-5-Videos mache ich ja jetzt mittlerweile schon eine Weile, beziehungsweise habe die jetzt schon angefangen und will die jetzt auch weitermachen. Was ich auch wieder lustig fand, war, auf Drachenlord haben die meisten Leute wieder geschrieben, mein Anti-Hip-Hop-Video. Blödsinn, habt ihr nicht zugehört, habt ihr das Video nicht geschaut? Ich habe kein Anti-Hip-Hop-Video gemacht, ich habe gesagt, die komischsten Sachen im Hip-Hop. Oder die komischen Hip-Hop-Sachen. Und das ist von mir ein Satire-Video gewesen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das wirklich so glaube. Das ist sowieso schwachsinnig. Das ist einfach nur ein Satire-Video. Leute, hey. Und das sage ich doch sogar noch zweimal im Video. Und sag noch dazu, dass so ein Video auch noch über Metal kommen wird. Oi, bay. So, das war's dann soweit von mir. Danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Übrigens, eine Sache noch. Gruß an die beiden Fans, die mich in Imskirchen an der Sparkasse überfallen haben mit Fotos. Unglaublich, unglaublich. Ich komme aus der Sparkasse raus und da kommen zwei Leute auf mich zugeschossen. Drachenlord, Drachenlord, können wir Foto mit dir machen? Und ich denke mir, bin ich wirklich im richtigen Ort? Coole Geschichte. Und hier ein Gruß an der Stelle. Ihr habt mir keinen Namen und nichts gesagt, deswegen kann ich euren Namen nicht sagen. Wobei ich das wahrscheinlich auch nicht machen würde. Aber coole Sache. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, Leute.